Rowe Racing hat schweren Herzens beide AMG SLS GT3 vom Start beim vierten Lauf zur VLN Langstreckenmeisterschaft zurückgezogen. Grund hierfür ist die derzeit gültige Balance of Performance, die nach Meinung von Teameigner Michael Zehe die GT3-Fahrzeuge von Audi und Porsche extrem bevorteilt. Ja, wir erleben schon seit dem 24-Stunden-Rennen, dass die Balance of Performance nicht ausgewogen ist. Audi und Porsche haben über den Winter neue Updates gebracht, die für wesentlich mehr Downforce sorgen, für eine bessere Aerodynamik. Das Ergebnis konnte man beim VLN Lauf 4, also dem letzten Lauf, konnte jeder im Qualify und auch später im Rennen sehen. Es wurden Rundenzeiten gefahren, die jenseits von Gut und Böse sind, die auch dann spätestens, wenn es unter 8 Minuten gehen, gegen die Auflagen der FIA verstoßen. Wir haben da auch erhebliche Sicherheitsbedenken, weil einfach der Überschuss der GT3-Fahrzeuge heute schon sehr groß ist und mit solchen Zeiten dann nochmal deutlich vergrößert wird. Das Team hofft, dass bis zum 6-Stunden-Rennen im August die Vernunft die Oberhand gewinnt und der Technikausschuss des ADAC Nordrhein die Balance of Performance ihrem eigentlichen Sinn, nämlich unterschiedliche Fahrzeugkonzepte anzugleichen und gleichzeitig die Unterschreitung von zu schnellen Rundenzeiten zu verhindern, wieder einen Sinn verleiht.